Hi Leute, heute möchte ich mal die Frage klären, wo man überhaupt noch gute Lebensmittel herbekommt, was sind gute Lebensmittel und was du dabei beachten solltest, ob bio, regional oder sonst was. Ich wurde immer wieder gefragt, so, isst du komplett bio? Wie machst du es? Was kaufst du für Lebensmittel ein? Und da möchte ich heute wirklich mal ein bisschen genauer drauf eingehen, weil da gibt es wirklich einiges zu beachten heutzutage. Und zwar mal begonnen damit, dass wenn man Lebensmittel einkauft, Lebensmittel, Leben steckt das Wort drinnen. Lebende Mittel, so, die sollten eben auch noch lebendig sein. Und wenn man immer mehr das Körpergefühl entwickelt und immer mehr ein Gespür langsam entwickelt, durch Aufmerksamkeit, Beobachtung, dann wird man auch immer mehr ein Gespür dafür bekommen, wie lebendig ein Lebensmittel ist. Und ich möchte nämlich in dem Video auch nicht irgendwie sagen, okay, kauf Feldsalat, kauf sonst was für Lebensmittel. Sondern ich möchte halt nochmal auch viel mehr darauf eingehen, dass das Körpergefühl erstens einmal immer das Wichtigste ist und eben dieses Gefühl einfach, wo man selber entwickelt. Normalerweise sieht man schon beim Anschauen, wie lebendig was ist. Man merkt es aber auch, wie energetisch man sich danach fühlt, wie viel man essen isst allgemein. Und das ist nämlich genau der Punkt. Es ist auch von Land zu Land einmal unterschiedlich. In Deutschland zum Beispiel ist die Lebensmittelqualität gerade in Supermärkten extrem schlecht. Und das muss man eben bedenken, wenn man einkauft. Und das ist auch immer das Erste, worauf ich schaue, beziehungsweise ich habe wirklich dann so ein Gespür für. Manchmal kriegst du auch im Supermarkt ganz gute Sachen. Ist eher die Ausnahme. Mittlerweile haben viele Supermärkte aber auch mehr regionale Sachen. Aber wenn du zum Beispiel mal anschaust, vielleicht kennst du Deutschland, eigentlich gibt es in fast jedem Supermarkt diese abgepackten Feldsalat oder Blattspinat und in Plastik eben. Aber auch das, was drinnen ist. Wenn du dir den Feldsalat anschaust und den mal isst und dann mal wirklich auf den Markt gehst, dir einen Feldsalat holst, die schauen, die, wie nennt man es, die Bündel, die Knollen, die Felser. Ja, der Felssalat schaut schon ganz anders aus, es hängt noch Erde oft dran. Und wenn du den vergleichst, es nennt sich beides Felssalat, aber es sind halt Welten so, es sind Welten Unterschied. Ich sage nicht, dass man das irgendwie nicht gar nicht essen kann, aber es ist halt, du merkst richtig, das eine nährt dich halt, das andere ist einfach, es ist halt ziemlich tot. Und es ist nicht mehr so kräftig und lebendig. Und wenn man immer mehr ein Gefühl für entwickelt, dann merkt man meistens, dass diese regionalen Sachen, die wirklich noch ja, zur richtigen Zeit geerntet werden, bei Früchten ist es auch oft schwierig in Deutschland, weil selbst die Bauern mittlerweile, wo ich öfter mal in den letzten Jahren war, selbst die Bauern ernten eigentlich alles in Deutschland unreif, so grüne Äpfel und alles Mögliche. In Deutschland ist es wirklich so, so schwierig. Wo ich mal in Frankreich war, da war es ganz anders. Die achten halt wirklich auch alle drauf, dass du hast sogar in Supermärkten teilweise reife Früchte bekommen, was du hier eigentlich nie bekommst in Deutschland. Das sind wirklich so die Ausnahmen. Du musst alles noch ein bisschen liegen lassen eigentlich. Also manchmal bekommt man schon reife Sachen, aber wirklich sehr, sehr selten. Und das ist halt erstmal zu beachten. Das sind einmal halt Weltenunterschied. Es sind komplett. Es nennt sich beides Feldsalat, aber wenn du das isst oder wenn du auch eine konventionelle Gurke aus irgendwie einem Discounter isst, das ist einfach wie, es ist halt nichts, es ist gar kein Geschmack mehr drinnen. Und es nennt sich beides Gurke, es nennt sich beides Feldsalat, aber es ist am Ende was komplett anderes. Und sowas muss man zum Beispiel auch beachten. Wenn man jetzt Bücher liest, irgendwelche ältere Schriften, sei es Arnold Ehrert, Schleimfliegerei, Heilkost, Science, irgendwelche anderen Pioniere im Ernährungsbereich, wenn man das jetzt liest und die sprechen da von irgendwelchen Sachen, die sprechen von Weizen, die sprechen von anderen Sachen,
von irgendwelchen Lebensmitteln. Und dann muss man immer bedenken, wenn du jetzt dann denkst, okay, du hast es dann gelesen und du gehst in den Supermarkt und holst dir das oder du gehst auch überhaupt irgendwo einkaufen. Es ist alles dermaßen überzüchtet und wenn man nicht dieses Körpergefühl immer mehr entwickelt, das ist das, wo es immer drauf hinausläuft, wenn man nicht dieses Körpergefühl und diesen Blick dafür entwickelt, wie lebendig was ist, dann ist es halt schwierig, seinem Körper immer mehr was Besseres zu tun, indem man halt wirklich die richtige Auswahl trifft. Genau. Und deshalb bei Lebensmitteln würde ich wirklich immer darauf achten, umso frischer, umso besser. Und man merkt schon, der Blick wird da immer feiner. Ich meine, zwischen diesem Feldsalat im Supermarkt, der abgepackten und dem vom Markt, diesen Unterschied kann wahrscheinlich jeder wahrnehmen, wenn er mal das wirklich ausprobiert. Also geh wirklich mal hin, kauf dir diesen abgepackten Feldsalat, kauf dir den Feldsalat beim Markt, regionalen Bauern, wo noch Erde dranhängt, wo du erstmal richtig waschen musst. Und dann probier die mal beide. Und mit Gurken genauso. Kauf dir mal eine richtig gute Bio-Gurke in Saison und kauf dir mal und eine regionale Bio-Gurke zum Beispiel in Saison und kauf dir eine regionale Gurke reicht meist schon. Und eine saisonal regionale Gurke. Und dann kauf dir eine Gurke aus dem Supermarkt, Discounter, Spanien, Gewächshaus, konventioneller Anbau. Es schmeckt einfach nach nichts. So, es nennt sich beides Gurke, es nennt sich beides Feldsalat. Es ist ein Unterschied von Tag und Nacht. Es sind einfach Welten, die dazwischen liegen. Und genauso eben, wenn jemand darüber schreibt, und es ist Literatur, ältere Literatur, und man denkt dann, okay, das ist super, Getreide. Es war damals noch ein Urgetreide, es waren ganz andere Sorten, es ist so viel überzüchtet worden. Und erst wenn man dieses Körpergefühl mehr entwickelt, und das ist ein Prozess, einfach indem man wirklich immer mehr genau hinhört, gibt es einige Körpersignale, die es zu beachten gibt, wenn man eine Mahlzeit zu sich nimmt. Ich habe ein anderes Video über Monomahlzeiten gemacht, beziehungsweise warum ich keinen über Ernährungsplan, genau. Über Ernährungsplan, schau da gerne mal, ich verlinke es mal in der Infobox, wenn ich dran denke. Genau. Und schau dir das mal unbedingt an. Und ja, dann kannst du wirklich dieses Gefühl einfach entwickeln. Und dann weißt du, auf was du achten musst. Und das ist nämlich das, worauf es am meisten ankommt. Deswegen, ich kaufe auch nicht, wenn du im Discounter zum Beispiel Bio kaufst. Es ist oft nicht so lebendig wie das Konventionelle. Wenn du was Regionales zum Beispiel hast, wenn du irgendwo im Supermarkt bist, ist das Regionale oft energetischer, ist lebendiger einfach. Es hat noch mehr Energie und ja, mehr Aroma. An dem Aroma merkt man es auch. Das andere merkt, ich meine, wenn was beim Fleisch sowieso, wenn ein Küken irgendwie innerhalb der ich weiß die Zahlen nicht, einfach einer vielfachen Geschwindigkeit wächst, wie es normal wäre. Es ist einfach wie aufgeblasen. Auch die Pflanzen in kürzester Zeit, in ein paar Monaten, wachsen die um so viel, werden einfach vollgepumpt. Es ist einfach leerer Füllstoff, aber es steckt kein Aroma mehr drin, es steckt nicht mehr so viel drin. Und deswegen, wenn man irgendwo im Supermarkt auch einkauft, sind oft, einmal auch, weil es oft nicht so lange liegt, die Bio-Sachen im Supermarkt liegen oft relativ lange. Das Beste ist halt immer, was ich bevorzuge, so, ich gehe zu einer Gärtnerei beziehungsweise einfach einen Gemüsebauern, die einfach einen Stand haben und hole da eben regionale, saisonale Sachen möglichst und genau, und wenn ich im Supermarkt einkaufe, dann achte ich halt wirklich drauf, so was fühlt sich jetzt für mich so. Ich kaufe immer da auch bevorzugt Bio, aber wenn irgendwie Bio abgepackt ist in Plastik und dann auch nicht wirklich gut ausschaut, dann nehme ich halt oft eher das Konventionelle oder halt was Regionales, wo frischer ausschaut und auch lebendiger und frischer ist, so. Am Ende überall ist im Moment alles gespritzt. Natürlich ist das Konventionelle viel, viel mehr gespritzt. Aber mittlerweile ist es überall in den Kreisläufen. Bio wird ja auch gespritzt. Genau, ist klar noch wesentlich besser. Und ich bevorzuge es immer, wenn ich frisches Bio habe, das nicht irgendwie in Plastik abgepackt ist, bevorzuge ich es immer.
Aber das ist das wirklich, wo ich so drauf achte. Und ja, das sind eigentlich mal so die Punkte, die ich da mit dir teilen wollte, die, denke ich, für dich sehr hilfreich sein könnten. Also probier das gerne mal aus mit dem Feldsalat oder der Gurke. Und schreib gerne mal unter das Video unten drunter, was deine Erfahrungen mit den Lebensmitteln sind. Wo holst du deine Lebensmittel? Was sind so die besten Quellen für dich, auch in Deutschland zum Beispiel vor allem, aber egal, Österreich, Schweiz natürlich auch, schreib dann gerne mal, wie es dir da geht und auf was du da noch achtest, außer das, was ich vielleicht schon in dem Video eben angemerkt habe. Und ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, dann gib gerne einen Daumen nach oben, abonniere den Kanal, unterstütze das Ganze hier. Weil das finanziert sich nur über deine Unterstützung und verbreitet sich nur über deine Unterstützung. Also teile das Video sehr gerne, lass andere davon wissen. Und ja, ansonsten, wenn du noch mehr Fragen hast, du kannst auch gerne, wir haben eine Facebook-Gruppe, kannst du sehr gerne reinschauen. Dort bin ich auch einmal in der Woche live und pick mir ein, zwei Fragen raus. Und wenn du da dabei bist, stell deine Frage gerne. Und ja. Ist unten drunter verlinkt auch. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Mach's gut und bis dann. Ciao.